Hallo, in diesem Video möchte ich ganz kurz auf den Unterschied zwischen To, E und Ni eingehen. Eigentlich wollte ich nur ein Video zu Ni und To machen, aber dann habe ich gemerkt, dass dieses E auch ganz gut in das Video reinpasst. Hintergrund für das Video ist, ich habe relativ lange gebraucht, um die Unterschiede zwischen allen drei Sachen zu verstehen und sie sind immer noch relativ verwaschen. Also die Regeln, die ich jetzt oder die Angaben, die ich in diesem Video mache, sind nicht absolut, aber es sind grobe Richtlinien, an die man sich halten kann bei der Verwendung. Erstmal als direkte Übersetzung hier oben. Der Partikel oder das Partikel, der Partikel nie wird benutzt, wenn es um das eigentliche Ziel geht. Da fehlt auch eigentlich ein E. E ist für das örtliche Ziel und To ist sowas wie mit, zum Beispiel wie Tomodachi To mit dem Freund. Dann zuerst mal der Unterschied zwischen nie und E. Eigentlich heißt es beides irgendwo hingehen. Das heißt, technisch könnte man sagen, Gakko e iku yo, toka Gakko ni iku yo. Aber bei dem Satz hier, also das ist eine bestimmte Grammatik, die man relativ am Anfang lernt, fällt einem ganz schnell auf, wo der Unterschied liegt. Tomodachi no ie asobi ni itta. Was hier steht ist, wir gehen zum Freund des Hauses, wir können das hier mit ein bisschen einrahmen, und dann steht hier asobi ni. Das heißt, das eigentliche Ziel ist gar nicht zu meinem Freund zu gehen, sondern das eigentliche Ziel ist sich zu amüsieren. Und das ist das, was ich meine mit dem eigentlichen Ziel. Das heißt, das, was man eigentlich machen will, das wird mit dem ni ausgedrückt. Und E ist mehr sowas wie an diesen Ort. Also meine Intention sozusagen hat nichts mit dem Zuhause meines Freundes zu tun, sondern meine Intention ist zu spielen oder mich zu amüsieren oder wie man es auch immer übersetzen will. Als nächstes Beispiel möchte ich auf diese zwei Sätze hier eingehen. Ich wusste nie, welches von beiden ich nehmen soll. Tomodachi Niau, Tomodachi To'au. Mein Lehrer hat immer gesagt, es ist beides okay. Das Problem ist, es kommt auf die Situation an. Auch genau wieder wie oben ist es so, dass es die eigentliche Intention ausdrückt. Wenn ich sage, Tomodachi to au, ist so wie, ich hätte ihn auf der Straße getroffen, zufällig habe ich ihn da getroffen. Aber es war nicht mein Ziel, ihn zu treffen. Ich habe ihn nur getroffen. Und Tomodachi ni au ist mehr sowas wie, es war mein Ziel, mich mit meinen Freunden zu treffen. Das ist meine eigentliche Intention. Und dazu im Grunde fast ein ähnlicher Satz. Tamatama Tomodachi to atta. Also, es war gar nicht geplant. Ich habe ihn einfach nur so zufällig auf der Straße getroffen. Auch wieder hier das To. Weil es nicht die eigentliche Intention ausdrückt. Man könnte die Beispiele jetzt auch zusammenfügen zu Tomodachi to atte asobi ni itta. Und würde wieder auf dieselben Ergebnisse kommen. Mein Ziel ist es, mich zu amüsieren. Und dazu treffe ich mich mit meinem Freund. Natürlich ist dieses Treffen jetzt nicht nur so zufällig auf der Straße, aber es ist wieder dieser Unterschied zwischen. Das ist gar nicht das Ziel gewesen, sondern das Ziel ist, mich zu amüsieren. Und der Freund ist mehr so wie das Beiwerk dazu, könnte man sich vorstellen. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dieser Erklärung. Ich hoffe, es hat vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht.